jetzt fangen wir an mit, ich freue mich darauf. Ich habe euch auf Twitter darum gebeten, unter dem Hashtag, ich bin zu wild, mir eure heftigsten Outfits zukommen zu lassen. Ich freue mich einfach. Sonst eher auf chillig mit Sneaker unterwegs, aber das Outfit habe ich gefühlt. Hashtag, ich bin zu wild. Also Brille, muss ich schon mal sagen, haben wir was gemeinsam. Und da braucht ihr jetzt auch kein Free-Freundin-Spam, okay? Ansonsten das Outfit finde ich nice. Ich finde es ein sehr nices Outfit. Also so ein Outfit, keine Ahnung, mit dem geht man halt so abends raus, oder? Vielleicht mit den Freunden was trinken in der Bar. In den Club würde ich eher nein sagen. In den Club würde ich mit dem Outfit als Frau eher nicht gehen, sage ich mal. Ach, Digga. Ey, das, ich schäme mich. Ich schäme mich für solche Kommentare. Ey, Leute. Ich will seriös was aufbauen. Ey, die Leute senden nie wieder was rein. Die senden nie wieder was ein, Mann. Ach komm, ey. Das kann nicht euer Ernst sein. Okay, ein Like hat aber verdient. Ey, Liz, vielen, vielen Dank für die Einsendung, für das Outfit. Ich finde den Mantel auch ziemlich nice. So Schuhe, die so über das Knie gehen, finde ich immer ein bisschen zu wild. Aber sie hat hier noch sonstiger Look im Alltag. Der Mantel auch am Start. Alter, mashallah, chillige Jeans. Geile Schuhe. Schuhe matchen auch ein bisschen von der Farbe her mit Mantel. Weiß nicht, ob es wegen dem Filter ist oder so. Chilliger Look, auch mit der Mütze. Ey, Liz, vielen, vielen Dank. Ey, nein. Nicht schon wieder. Es ist gerade mal gefühlt 2 Stunden her, dass ich geschrieben habe, bitte sendet mir was. Ey. Ey. Wahrscheinlich Mixer erstmal. Dann Lauch in der Hand. Nico am Hintergrund am Geiern. Digga, er schaut ihr so straight auf den Arsch. Es ist unglaublich. Ich bin 1,87 Meter groß. Stimmt, übrigens. Und sie ist 4,20 Meter groß, aber kleiner als ich so auf dem Bild. Bro, was ist das für ein Beitrag? Und im Hintergrund noch Marcel. Ey, sie hat Photoshop. Sie hat Photoshop durchgespielt. Und langsam mache ich mir Sorgen. Egal, was ich frage. Sie ist am Start. Ey, Mann. Und auch dieses Mixer. Hattest du irgendwie Photoshop, so einen Leistungskurs im Abitur? Und auch immer dieser Jogginganzug. Also ziemlich wild, aber auch ein bisschen verstörend. Ein bisschen. Die Ente. Die Ente, yo, Bro. Hier haut noch eine fucking Ente raus. Ich hab die gar nicht gesehen. Okay, das ist ehrenhaft. Das ist ehrenhaft. Danke, Chat. Danke, dass ihr mich drauf aufmerksam gemacht habt. Bei ihr muss man überall hinschauen. Ich habe hier geschaut wie ein Verrückter noch. Aber außer Marcel war da nicht mehr viel. Und auf der Cap steht halt auch einfach Mixer. Ganz ehrlich, Facebook Gaming ist es einfach. Ach man, die Ente. Ja, das macht sie auch wieder sympathisch. Mal wieder ein sehr guter Beitrag. Hier gibt es den Drip mit dem Kleid meiner Mom. Vielen Dank für die Einsendung. Haare auch wild. Auf Rezo angelehnt, aber schon irgendwie next level, noch ein bisschen heller. Ich kann nichts sagen zu dem Outfit. Also ich verstehe die Welt auch gerade einfach gar nicht mehr. Ich gehe einfach mal weiter. Nicht das Heftigste, aber für die Uni war es übertrieben. Bro, er flext einfach für die Uni. Ey, Kev, der Ehrenbruder, okay? Auch ein sehr guter Streamer. Schaut gerne vorbei. Flext für die Uni einfach. Chat, wer zieht sich schön an für die Uni? Wisst ihr, in der Schule kann ich es doch irgendwo verstehen, aber bei der Uni ist doch sowieso alles gelaufen, oder nicht? Keine Ahnung, außer ich studiere fucking Jura oder so. Ja, okay, also Kev, ich weiß nicht, welches Girl du dir angeln willst auf der Uni, aber da muss es hundertprozentig eins geben. Also wer sich so für die Uni anzieht, ich bin dir ehrlich, ich glaube, die Leute denken sich dann auch einfach, dass du nicht zur Uni passt. Wer sieht sich so an für die Universität. Das ist übertrieben. Kev, was passiert mit deinem Kopf? Ist der so schwer? Bist du so ein großer... Ey, Kev ist einfach ein fucking Five-Head. Der Kopf ist so schwer, er kann ihn kaum strecken nach oben. Aber ich muss dir wirklich sagen, Kev, da kannst du auch gerne nochmal unter dem Video uns alle aufklären. Auf was für eine Mission bist du denn bei der Uni? Du gehst ja da nicht hin anscheinend, um zu studieren, sondern einfach nur, um ein Girl aufzureißen. Zu wild, Alter. Jacke hat mir aber gefallen. Nur wegen Sascha Twitter-Account erstellt, Kuss... Alter, Alisa erstellt nur für uns einen Twitter-Account und staubt sich direkt zum Anfang
5 Likes ab. Dafür gibt es sogar von mir die 6. Gefällt mir Angabe. Also man erkennt jetzt nicht viel vom Outfit, Alisa. Man muss schon mal eins sagen. Was ist das? Ein Ralph Lauren Kleid. Oh, auf schick angelehnt. Sieht ein bisschen so aus und ist nicht böse gemeint. Ich meine es eher in einem positiven Sinne. So wie, als ob sie aus dem Film kommt, so von den 80ern. Wisst ihr, was ich meine? Da könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die Uhr sieht auch sehr schön aus. Sehr schönes Lächeln. Freut mich, dass Alisa da so einen Baba-Tag hatte. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir Alisa hier gesehen haben. Ich finde das Bild sehr schön. Da muss aber auch ein Filter drauf sein. Also Alisa, ich will jetzt dir nicht zu nahe kommen. Ich glaube, die Bräune, die das Bild so zeigt, ich glaube, da ist auch ein Stück weit der Filter dahinter. Es kann aber auch nur sein, dass ich einfach Auge mache, weil ich einfach weiß, wie keine Ahnung was bin. Ja, finde ich sehr schön. Sehr schöne Bilder. Ich finde die Uhr auch echt schön. Sehr schönes Lächeln auch. Und blaue Augen. Sympathisch. Ich hoffe, dass niemand bei dir in die DMs reinslidet, weil sonst war es wahrscheinlich vielleicht auch das letzte Mal. Mal gucken. Ach, löscht euch. Ich bin zu wild. Oha, okay. Jetzt ist alles vorbei. Ich sag, er springt auf dem Skateboard 4 Treppen. Und ich glaube, er ist auch drauf und dran, dass er die 5. Treppe noch schafft. Die 5. Treppenstufe. Ich sag, er springt. 4 kann er schon. 4 kann er. Der Trip ist wirklich zu wild. Und du weißt, dass jemand cooler ist als du, wenn er dreckige Air Force One hat. Er zeigt damit, ich trage die Schuhe jeden perfekten Tag bei jedem Anlass. Nächste Woche kann meine Schwester heiraten und ich packe diese Schuhe aus. Und zum Abschluss springe ich aus der Kirche raus noch die eine Treppe mit dem Skateboard. Also nur coole Leute tragen solche Air Force, die halt dreckig sind. Ansonsten das Outfit drippt zu hart, chillige Hose in hell, Socken matcht noch mit dem Oberteil. Oberteil, ich weiß nicht von welcher Marke, ist aber auch scheißegal. Hauptsache noch oben Nacken zu. Ist immer sehr wichtig, auch in der Shisha-Bar immer ein Rollkragen. Ich kann nicht mehr reden wegen einem Bier, das fuckt mich ab. Immer ein Rollkragen-Pullover tragen für die Laras, habe ich mir auch sagen lassen. Es gibt so einen weißen Rollkragen-Pulli von Stone Island, der soll für Shisha-Bars sehr, sehr gut sein. Also wenn ihr da mal ein Girl checken wollt, hier noch eine weiße Mütze. Sehr geiles Outfit. Der Drip ist anders. Warte mal, wer macht da so hart Auge? Bro, ist mir jetzt erst aufgefallen. Krass. Es ist einfach Monka W. Bruder. Er hat einfach Monka W bei sich im Garten rumstehen. So, Joko, ich bin zu wild, aber nur zu besonderen Anlässen. Oh nein. Oh nein. Ach Leute, ist egal. Baba Outfit. Also hier noch wirklich, es tut so weh. Jeder, der mit Socken mal in die Flipflops gestiegen ist, weiß einfach, fühlt gerade diesen unangenehmen Moment, wenn du mit der Socke in die Flipflops reingehst. Und nicht nur, dass du so ein bisschen reingegangen bist, Bruder, du bist komplett auf Anschlag. Also wirklich komplett auf Anschlag. Die Hose zum Schlafen, okay. Dann noch diese grüne, gefühlt gurkensohnmäßige Boxershort drüber. Es ist einfach alles zu viel. Ich bin zu wild. Nichts Besonderes, aber dein T-Shirt am Start, Kylo. Oha, mega nice. Ey, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Support. Das Geld ist auf jeden Fall für einen guten Zweck draufgegangen. Also danke auch nochmal an Marcel, der das auch ermöglicht hat. Freut mich, dass du ein T-Shirt bekommen hast damals. Freut mich zu sehen. Die Outfits sind eher basic, feier deine Videos echt. Ey, Carlotta, erstmal vielen Dank für die Einsendung. Diese Hosen, ich war am Anfang mir nicht sicher, was ich von solchen Hosen halten soll, aber ich glaube, ich finde sie tatsächlich ganz gut, oder? Ich weiß nicht genau, wie die Hosen heißen. Finde ich in Ordnung. Outfit sieht hier auch gut aus. Klassiker, Handy vorm Gesicht. Würde ich aber genauso machen. Oh, das ist ein nice Outfit, Chat. Das Outfit finde ich nice. Ich mag diese, so, wenn es so diese Farbenkombination. Gefühlt so auf Yeezy angelehnt. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich ein Baba. Auch den Sweater so in Oversize finde ich geil. Ein chilliger Style auf jeden Fall. Mit so einem Style kann man nie was falsch machen. Auch der Ring sieht Hammer aus. Also sieht Baba aus irgendwie auf dem Foto. Auch hier wieder so eine chillige Hose. Noch ein Armband dazu. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist ein S und ein Herz und ein M eingraviert. Sonnenbrille sieht auch lässig aus. Also Carlotta gehört auf jeden Fall zu den Coolen. So viel steht fest. 100% auch Berlinerin. So, wenn ich den Hintergrund auscheck und so, vermute ich einfach mal aus Berlin. Carlotta gefällt dem Chat, glaube ich, ganz gut. Ich fand's auch Hammer. Ich fand's gut. Christina, ich bin zu wild. Ist zwar nicht das Beste, aber naja. Ey, Christina, warum ist es nicht das Beste? Also, ist doch in Ordnung, oder? Das Outfit ist doch völlig in Ordnung.
Das Einzige, was noch fehlt, und ist auch nicht böse gemeint oder so, noch so im Hintergrund so eine Sonnenblumen. Aber so ein Feld voller Sonnenblumen. Die sieht halt, also ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, sieht halt immer so brav aus, das Outfit. Wisst ihr, was ich meine? So ein T-Shirt, dann so ein Kleid drüber. Ich finde das Outfit völlig in Ordnung. Also ich hoffe, dass du nicht so eine bist, die halt immer sagt, so ja, ist jetzt nicht das Beste, aber hier, guck mal, ja. So mit ein bisschen Selbstzweifel, das wäre ein bisschen schade. Vielen Dank für die Einsendung. Ich bin zu wild, mein Face sah auf diesem Bild weird as fuck aus, aber wenn du es unbedingt sehen willst, guck auf mein Profil, bin hässlich. Ja, same. Sag mal, sind die Schuhe nicht teuer, Chat? Sind die Schuhe nicht teuer as fuck? Er flext hier. Die Leute, die sagen, oh, ist nicht das krasseste Outfit, die Schuhe kosten 5000 Euro, ist nicht krass. Also, ich finde, die Schuhe sehen baba aus. Auch die Schnürsenkelfarbe. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ist hässlich. Ich finde die Farbe der Schnürsenkel geil. Outfit ist auf jeden Fall auch entspannt. So, jetzt gucken wir mal, wie der gute Herr aussieht. Bruder. Er hat ein Bild mit Trimax. Ich bin zu wild, Bewerbungsfoto am Start. Ordentlich. Wirklich ordentliches Bewerbungsfoto. So ein minimales Grinsen. Eher so ein Gewinnergrinsen. Einfach so ein Grinsen von wegen so, ja, kann ich. Mach ich. Schönes Bild, finde ich. Perfekt ausgeleuchtet. Haare auf jeden Fall auf ganz wild. Bro, was hast du für ein Dutt? Du hast ja Haare bis unter die Schulter sonst. Also nicht, dass es schlimm wäre, aber es sieht auf jeden Fall nach jeder Menge Haare aus. Also nicht, dass ich Auge machen würde. Ich gönne dir komplett. Wir wissen alle, ich bin der Letzte, der über Haare reden darf. Was, Wolverine auf Wish? Gar nicht. Auch Baba Bart. Ein bisschen mehr Fülle, ne? Aber ich glaube, das wünschst du dir selber. Das war es früher. Oha, da hat sich ja einiges getan. Hä, das sind ja zwei unterschiedliche Menschen. Also auch nicht böse gemeint. Ja, hier siehst du auf jeden Fall seriöser aus, ne? Aber das weißt du wahrscheinlich selber. Hier sieht es so ein bisschen aus, als ob man, keine Ahnung, Kinderschokolade angedreht bekommt. Bart macht einfach einen seriöser. Ich bin zu wild. Ich mag eigentlich alle drei. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Grüße aus FFM. Ey, Grüße zurück nach Frankfurt. Jetzt sind wir gespannt. Die 90er lassen grüßen. Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Ski-Outfit. Wisst ihr, was ich meine? Also das Outfit sieht wild aus. Ich würde es mich niemals trauen, es zu tragen, ehrlich. Dafür braucht man, glaube ich, schon ein bisschen Mumm. Gefällt euch das Outfit, Chat? Sieht auf jeden Fall anders aus. Alter, wilder Typ. Ey, Björn ist einfach anders. Ich glaube, Björn ist einer, der liest, während der S- oder U-Bahn fährt, auch Bücher. Aus irgendeinem Grund. Und guckt dann rüber zu den kleinen Kindern und schüttelt den Kopf. Angelcamp. Bro, es ist halt wirklich Angelcamp-mäßig. Er ist Angelcamp-mäßig unterwegs. Er geht angeln. Hier hat er halt Weiber geangelt, ne? Auf episches Foto. Wie heißt nochmal die Perspektive? So, wenn man von unten raufschaut. Hatte das jemand von euch? Ich hatte das in meiner Schule, ich hab's auch vergessen. Ist es die Froschperspektive? Ne, Vogelperspektive ist von oben runter. Das ist Frosch, ne? Fürs Foto auf jeden Fall Baba. Outfit auf Angelcamp angelehnt. Kann ich mir auf jeden Fall noch eine Scheibe von abschneiden. Also Björn, vielen Dank für die Einsendungen. Feier dich unnormal. Ein sehr chilliges Outfit. Ich bin zu wild. Ja, das ist auf jeden Fall chillig. Mit so einer entspannten Zip-Hoodie-Jacke. Ich hatte früher auch öfters mal so Zip-Hoodie-Jacken. Mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum, ich feiere die nicht mehr so, also nicht, dass es irgendwie das Bild schlechter machen würde, Jenny, aber nur so persönlich so. Ist es tatsächlich die Handyhülle, so wo quasi dieses Portemonnaie noch dabei ist, wo man die Karte reinstecken kann, weil wenn es so ist, dann ist es absolut Baba. Ist die Hülle? Ja, dann hast du eine extrem geile Handyhülle, Jenny. Also ich hoffe, dass ich die auch mal im Internet finde. Weil so dann, keine Ahnung, Handy und Geldbeutel in einem ist halt schon ziemlich nice. Man könnte jetzt auch einfach Apple Pay haben. Ja, aber so ist auch Baba. Sehr cooles Outfit. Sogar noch richtig fürs Foto so ein bisschen gemodelt, ne? Noch so die Pullijacke ein bisschen über die Schulter hängen lassen. Jenny, nicht schlecht. Vielen Dank für die Einsendung. Ich bin zu wild. I mean, es ist zwar nichts Besonderes, aber trotzdem mein Lieblingsoutfit. Schon wieder eine, die, glaub ich, so ein bisschen Selbstzweifel hat. Ey, ist doch ein chilliges Outfit. Jeans, Shirt, Gürtel, kann man nichts mit verkehrt machen, also, okay, vielleicht weiß man, dass ich die so ein bisschen im Stream anschaue und auf mehr, das halt noch auf so auf mehr Anzeigen hochgeladen wird und deswegen sich so ein bisschen unsicher ist, aber ich finde, das ist ein chilliges Outfit, kann man nichts mit, also, kann man nichts mit falsch machen, finde ich persönlich einfach. Single Cover von meinem neuen Song, mega happy mit dem Projekt, easy. Chilliges Cover, oder? So an einem See, die Ray-Ban, Cap nach hinten, Snapback nach hinten,
chillige Jacke, weißes Shirt. Ich frage mich, was für ein Song das ist, Chat. Was schätzt ihr? Was für ein Song wird kommen? Ich kann es gar nicht einschätzen, wenn ich so sein Gesicht sehe. Jazz, Rap, Volksmusik, Schlager. Besser als KS-Freak, oha. Die Haare sind, haben zwei verschiedene Haarfarben, ist mir aufgefallen. Links dunkel, rechts hell. So. Ich glaube, dass die Frisur ziemlich wild von dem Kollegen ist. Hier haben wir den Kollegen. So. Sieht man das? Oha. Oha, er drippt anders. Alter, scheiße, Mann. Headshot. Du drippst ja anders. Ey, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an die internen Runden. Bro, du siehst auf jeden Fall nicht so aus, wie du CS spielst, weil CS spielt so absolut scheiße. Er drippt richtig. Ich schwör's dir, du siehst aus wie, keine Ahnung, aus dem Jamul-Musikvideo oder so. Sieht man das? Ey, das ist wirklich ein sehr, sehr wilder Style. Alter, er drippt einfach. Ey, Headshot, du drippst, Mann. Vielen Dank für die Einsendung. Ey, vielen Dank an alle Einsendungen. Ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Ich mach grad einfach ein YouTube-Outro. Lull, Alter. Könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Danke an alle, die was eingesendet haben. Wir checken auf jeden Fall noch weiter. Es war nicht das letzte Mal. Im nächsten Stream gehe ich auch nochmal rein und gucke unter dem Hashtag Ich bin zu wild eure Outfits an.